und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier es auch. Und heute probiere ich eine super leckere Schokoladentart mit Orangengeschmack und ich liebe ja diese Kombination. Dunkle Schokolade und Orange finde ich einfach sensationell gut. Passt perfekt jetzt zu Weihnachten, ist vegan und ist super einfach gemacht, also wirklich kein großer Aufwand und der Effekt ist mega. Und ich würde sagen, ich zeige euch doch einfach, wie das Ganze funktioniert. Und zuallererst beginnen wir mit dem Boden der Tarte und dafür braucht ihr folgende Zutaten. Und zwar habe ich hier einmal Dinkelmehl, dann habe ich hier gemahlene Mandeln. Wer möchte, kann natürlich auch gemahlene Haselnüsse verwenden, das würde auch super schmecken. Dann habe ich hier Backpulver, eine Prise Salz, ein bisschen Tonkabohne gebe ich dazu. Da könntet ihr zum Beispiel auch Zimt wählen oder zum Beispiel auch Vanilleextrakt. Dann gebe ich Schokopulver hinzu, also das ist ganz normaler Backkakao, denn es wird ja eine Schokotarte mit Schokoboden. Dann gebe ich bei den Flüssigkeiten einen Espresso hinzu. Wer das nicht so gerne hat, kann das gerne weglassen und ersetzen, zum Beispiel gegen pflanzliche Milch oder einfach Wasser. Oder zum Beispiel auch ein bisschen Orangensaft, das denke ich würde auch sehr gut schmecken. Dann habe ich hier noch vegane Butter und zwar nennt sich diese hier Alsan Bio. Und ihr könnt zum Beispiel auch Margarine verwenden oder Butter, wenn es nicht vegan sein soll. Oder Kokosöl würde sich zum Beispiel auch eignen. Und als allererstes kommen jetzt die trockenen Zutaten in eure Rührschüssel. Das Ganze wird miteinander verrührt. Dann gebe ich die Butter hinzu und reibe das Ganze sozusagen zu Parmesan ähnlicher Konsistenz. Und anschließend dann kommt der Kaffee hinzu. Jetzt kommt der Teig in die Tartform. Dafür gebe ich dann noch Backpapier oben drauf, damit sich das Ganze dann auch gut löst. Und das wird jetzt da drinnen gut verteilt, schön gleichmäßig, dann noch mit der Gabel einstechen und dann kommt das Ganze auch schon in den Ofen. Und während die Tarte jetzt im Ofen backt, bereite ich schon mal die Füllung zu. Die Kokosmilch, die gebe ich jetzt in meinen Topf und da erwärme ich sie drinne, bis sie richtig schön heiß ist. Und dann gebe ich die Schokolade hinzu und den Zucker, lasse das Ganze dann schön auflösen, mische das Ganze schön und dann entsteht meine Ganache. Und dann gebe ich natürlich noch ein bisschen von dieser Orangenschale hinzu. So, jetzt kann ich weitermachen. Der Boden, der muss jetzt in Ruhe auskühlen. Die Ganache kann jetzt auch in Ruhe auskühlen und ich kann weitermachen mit den Orangen. Die werde ich jetzt filetieren. Das heißt, von der Schale, die innen drin ist, also diese Häutchen, entfernen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Beim Filetieren ist es ganz wichtig, ein scharfes Messer zu benutzen und zuallererst die Enden abzuschneiden, denn so steht dann die Orange richtig gut. Und dann könnt ihr mit der Form mitgehen und die Schale lösen, so lange, bis einfach nichts mehr Weißes da ist. Und dann könnt ihr die Orange in die Hand nehmen und dann aber Achtung, euch nicht schneiden. Die Filets langsam herauslösen, immer anhand von diesen Häutchen. Und wenn ihr das Gefühl habt, das ist zu dick, das Filet, dann halbiert es lieber, damit wir dann schön eine flache Tarte haben, weil wenn dann die Ganache oben drauf kommt, dass dann nichts raussteht und es wirklich ein schöner, flacher, einheitlicher Kuchen wird. So, die Tarte kann ich jetzt fertigstellen. Als erstes werde ich die Orangenfilets auf dem Boden schön gleichmäßig verteilen. Ich mache nicht zu viel drauf. Ihr könnt gerne 2 bis 3 Orangen verwenden. Da könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das haben möchtet. Und dann obendrauf gieße ich dann vorsichtig die Ganache und dann kommt das Ganze in den Kühlschrank zum Festwerden lassen. Und es duftet schon richtig herrlich nach Orange und vor allem bei der Ganache mit der Schale drin von der Orange richtig lecker. Also sensationell wird es. Ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Und so sieht jetzt die fertige Schoko-Orangentarte aus. Ganz wichtig ist, ihr müsst es ganz lange durchkühlen lassen, am besten über Nacht im Kühlschrank oder auch im Gefrierfach, dann geht es natürlich noch schneller. Dann könntet ihr auch eine Art Eistorte daraus machen und die kurz anfrieren lassen. Das wäre vielleicht auch eine super Idee. Jedenfalls schmeckt sehr schokoladig und sehr nach Orange. Richtig lecker. Perfekt jetzt für die Weihnachtstage. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Und wenn ihr das ausprobiert habt, dann freue ich mich natürlich wie immer über Fotos von euch. Und das geht am besten
bei Instagram und da könnt ihr den Hashtag Frau Janik nutzen, damit ich die Fotos dann auch sehen kann. Und natürlich freue ich mich auch immer über eure Nachrichten per E-Mail oder auch auf meinem Blog als Kommentar. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß beim Ausprobieren und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.